Jetzt. Grüß euch, hallo, schön, dass ihr dabei seid bei mir beim Video heute. Ich bin der Clemens und ich bin vom Beruf Barkeeper und ich freue mich, dass ihr heute bei mir dabei seid. Ich zeige euch nämlich heute, wie man einen ziemlich geilen Cocktail macht, so eine Self-Made Creation, den wir aufgrund von einem chinesischen Destillat Samurai genannt haben. Um was es sich dabei handelt, habe ich hier mal kurz mitgebracht und zwar haben wir einen Mao Tai Ying Bin. Das ist ein Destillat aus Weizen und Sorghumhirse und das wird in der südwestlichen Region von China wird das angebaut. Und damit will ich heute euch zeigen, wie man damit was ziemlich Geiles kreieren kann. Und zwar muss ich einmal ganz kurz vorstellen, hier unser Mise en Place, was wir aufgebaut haben. Wir brauchen für den Cocktail einmal den Muddler, wir brauchen einen Strainer eventuell und einen Shaker. Dann haben wir die folgende Zutat mit dabei. Für die Süße sorgt ein bisschen Grenadine, als Saft haben wir Maracuja genommen. Oben als Filler, on the top kommt Russian Wildberry und eben die einzige alkoholische Zutat ist eben dieser Mao Tai Ying Bin. Passendes Glas dafür haben wir ein Fancy bzw. ein Hurricane Glas genommen, weil es von der Menge einfach am besten hinkommt. Hier noch ein kleiner Jigger zum Abmessen. Prinzipiell kann ich euch zu Hause, wenn ihr sowas wie ein Cocktail zu Hause macht, immer nur empfehlen, dass ihr mit einem Messbecher arbeitet, da ihr immer die Garantie habt, dass der Drink auf jeden Fall immer gleich schmecken wird. Und zum Schluss, on the top, so quasi als kleiner Floater, haben wir noch etwas eben die Grenadine oben drauf, Crushed Eis oder Eiswürfel in dem Fall. Und als Basis haben wir ein bisschen Limetten, die wir gleich achteln werden. Da zeige ich euch einen coolen Trick, wie man schnell Limetten achteln kann. Und etwas Himbeeren. Und dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige euch, wie das funktioniert. Und zwar nehmen wir vom Shaker, nehmen wir die kleine, also die kleinere Seite des Shakers. Und da fangen wir gleich an zu arbeiten. Die vier Himbeerstücke mit rein. Beim Limettenachteln einfach 5 Schnitte und schon habt ihr einfach geil irgendwie 6 oder 8 Achteln von der Limette da. 6 Achteln brauchen wir für den Cocktail und einmal einfach hier auf der Seite zweimal abgeschnitten. Die Limette ruhig so stehen lassen. Noch einen Schnitt dran zu zaubern. Aufzustellen. Himmelsrichtung ein Schnitt. Und schon habt ihr 8 gleichmäßig große Limettenachteln. Ziemlich geiles Zeug. Und davon machen wir 6 jetzt in den Shaker mit rein. Und jetzt nehmen wir den Muddler oder Stößel noch genannt und drücken erstmal den Limettensaft und die Himbeeren zusammen, sodass man so einen kleinen Sud hat, wo die Himbeeren ein bisschen schon raus, ein bisschen püriert werden und auch der Limettensaft halt raustritt. Genau den Limettensaft eben aus der Limette schon mal raustritt. Des Weiteren ja, machen wir erstmal ein paar Eiswürfel mit rein. So. Dann geht es auch schon eigentlich zur Rezeptur. Nachdem der Mao Tai schon einen sehr starken Eingeschmack hat, würde ich euch empfehlen, erstmal ein bisschen weniger davon zu nehmen. Wir haben uns in dem Fall mit 3 Zl oder auf 3 Zl entschieden, weil es von der Menge einfach am besten hinkommt. Und von dem Maracuja-Saft, ihr könnt immer so ein bisschen selber entscheiden bei den Säften, je nachdem, wie viel ihr dafür haben wollt. Wir haben uns jetzt entschieden, dass die 8 Zl eigentlich am besten hinkommen bei dem Cocktail. Und das sind dann im Prinzip erstmal alle Zutaten, die wir zum Shaken brauchen. Aus dem Grund wird das Russian Wildberry nicht mitgeshakt, da es natürlich sehr kohlensäurehaltig ist und beim Shaken würde dann die Kohlensäure verloren gehen, was natürlich dann dramatisch auf den Geschmack auswirken würde. Das heißt, große Seite auf den Shaker und dann wird schon geshakt. Gar nicht zu lange shaken, lieber so 5 bis 10 Sekunden, aber dafür kräftig. Dann können wir mal schauen. Ziemlich geil. Und jetzt machen wir einfach einen sogenannten Dirty Strain. Das heißt, wir verwenden den Strain jetzt einfach gar nicht, einfach so in das Glas mit hinein. Natürlich optisch ganz geil und macht die ganzen Reste der Himbeeren und der Limetten halt einfach schon mal im Glas verteilt. Sieht einfach ziemlich geil aus. Jetzt machen wir noch 1 bis 2 Eiswürfel nochmal mit in das Hurricane Glas mit hinein und nehmen dann das Russian Wildberry, das kommt quasi als Filler, also quasi on the top auf den Cocktail nochmal oben mit drauf. So, das sieht eigentlich optisch, finde ich schon mal eigentlich ziemlich geil aus. Jetzt der Samurai Cocktail. Jetzt kommt nämlich so eine kleine Special noch oben drauf, wir müssen so ein kleines scharfes Messer. Und da spießen wir die letzten 2 Limettenachtel, die wir vorher gemacht haben.
spieß mal einfach mal damit auf und das Messer damit hinein. Und wie vorher erwähnt, habe ich schon etwas Kanaline vorbereitet, die natürlich auch dafür sorgt, dass durch die rote Farbe, durch den Farbeffekt ziemlich geil ist, aber natürlich auch nochmal etwas Süß in den Drink mit reinbekommt. Und das lassen wir jetzt einfach da über die Limette drüber laufen. Einfach so ein paar Tropfen, die dann nochmal darunter fließen in den Cocktail mit rein. Genau. Und wie ihr schon gesehen habt, habe ich davor schon den Trinker mit reingemacht. Und ich würde sagen, so würde der Cocktail am Ende präsentiert werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen unserer eigenen Kreation vom Samurai Cocktail. Alles Gute und tschüss und baba.